Hallo liebe Steam Deck Freunde da draußen, auch heute gibt es wieder einen neuen Benchmark und zwar zu dem modernen Klassiker Fallout 4. Auch hier schauen wir uns wieder die unterschiedlichsten Einstellungen an, um zu schauen, was das Steam Deck zu leisten vermag. Mehr dazu gibt es nach dem Intro, bleibt also dran! So, heute gucken wir uns Fallout 4 mal im Benchmark auf den Steam Deck an. Hier gleich vorab, Fallout 4 hat natürlich kein internes Benchmark-Tool, das heißt die Frameratenmessungen sind natürlich nicht wirklich genau. Zum Glück ist aber Fallout 4 frameratentechnisch immer relativ konstant gewesen innerhalb der gesetzten Parameter, also Unlimited Frames oder halt gesetzt in 40 Frames. Deswegen konzentrieren wir uns eher auf die grafischen Unterschiede in den Einstellungen und auf die Akkulaufzeiten. Also, gehen wir mal in die Vollen. So, als erstes schauen wir uns jeweils eine Szene an, vor dem Atomschlag und nach dem Atomschlag. In den Einstellungen niedrig, mittel und extrem hoch habe ich mal ausgeklammert diesmal. Und wir haben halt Unlimited Frames, V-Sync an, ansonsten alles unbegrenzt. Viel Spaß! An dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, ich habe versucht, alle Szenen gleich ablaufen zu lassen. Funktionierte nicht immer, aber ich denke, es wird reichen für unseren Vergleich. Alles gut. Das müsste weit genug sein. Was denn nicht? Alle registrieren. An dieser Stelle sehen wir eigentlich sehr, sehr gut, dass insbesondere bei Extrem die Schattenverläufe wesentlich weicher sind. Aber im eigentlichen Spiel merkt man auch davon nichts, insbesondere nicht bei den 7 Zoll Display des Steam Decks. Zum Tor! Alle Wortbewohner dort melden! Das ist absurd! Ich bin nicht auf der Liste! Sie kommen nicht rein! Sie können mich nicht schießen! Okay. Hallo! Wir müssen rein. Hier sieht man eigentlich ganz gut, dass bei den Charakterdarstellungen und bei den jeweiligen Einstellungen keine großartigen Unterschiede herrschen. Sie kommen nicht rein. Sie können mich nicht schießen. Okay. Hallo. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener. Fällt euch auch auf, dass die mittleren Einstellungen hier wesentlich mehr Watt verbrauchen als extrem. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber in einer anderen Szene relativiert sich das wieder. Komisch. Ist aber so. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, yes, danke. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, möge folgen Gott Sie mir. Uns helfen. Was wird aus all den Leuten vor wir dem tun, Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Und jetzt schauen wir uns denselben Einstellungen nochmal etwas an nach dem Atomkrieg. Ich bitte zu entschuldigen, wenn zwischendurch mal ein Standbild erscheint, da war ich nicht ganz konsequent, was eine Drehung angeht. Das werdet ihr aber sehen. Und ich finde, hier sieht man sehr, sehr gut an dem Boden als auch beim Fahrzeug, dass die Texturqualitätsunterschiede marginal sind. Generell kann man natürlich sagen, Extrem ist wesentlich besser, was Schattendarstellung angeht und die Distanzsichtweite.
aber das macht sich auf dem Steam Deck nicht wirklich bemerkbar. So, und jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen was Gepimptes an. Sprich niedrig und mittel auf jeweils 960x600 in Unterstützung mit FSR und 40 Hertz bzw. 40 Frames gelockt und dann nochmal die Leistung auf 9 Watt DDP runtergesetzt. Und das Ganze dann auch nochmal mit mittleren Einstellungen auf nativer Auflösung, aber auch 40 Hertz, 40 Frames gelockt und 9 Watt DDP. Mal gucken, was da rauskommt. Auch wenn man es jetzt im Video nicht unbedingt sieht, aber gerade die niedrige Einstellung in Verbindung mit FSR sieht für mich so aus, wie ich mir eine Nintendo Switch Version von Fallout 4 vorgestellt hätte. Sehr, sehr grob pixelig in allen Bereichen. Weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Warte. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, möge folgen Gott Sie uns mir. Helfen. Was wird aus all den Leuten vor wir dem tun, Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. 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 Und dann gehen wir doch auch gleich mal rüber zum Fazit. Also, Fallout 4 ist wesentlich besser einstellbar als zum Beispiel Cyberpunk 2077 auf die individuellen Möglichkeit mit dem Steam Deck. Wie wir hier sehen, bewegen wir uns in der Akkulaufzeit zwischen 109 Minuten und fast 3 Stunden. Natürlich, das ist abhängig von der jeweiligen Spielszene, keine Frage. Deswegen auch immer nur Circa-Werte, die ich errechnet habe. Aber man sieht, man kann hier viel individuell einstellen. So. Deswegen meine persönliche Meinung, spielt Fallout 4 in einer mittleren Auflösung, ob in einer niedrigen Auflösung und dann wäre FSR hochskaliert oder native Auflösung, das soll euch überlassen. Aber mittlere Einstellung ist für Fallout 4 auf dem Steam Deck, denke ich, die beste Wahl zwischen Optik und Akkulaufzeit. An dieser Stelle machen wir nochmal einen kleinen Exkurs. Stellt euch vor, das große Bild sind 30 Zoll auf euren Fernseher und das dort unten sind 7 Zoll auf euren Steam Deck. Ihr seht letzten Endes, klar, ihr spielt mit unterschiedlichen Sichtweisen bzw. Entfernungen zum Display, aber ihr werdet die Unterschiede auf dem Steam Deck nicht wirklich wahrnehmen. Eventuell direkten Bild-zu-Bild-Vergleich, aber wer macht das schon? Und wenn wir das Ganze jetzt mal runterbrechen im Vergleich von 24 Zoll auf 7 Zoll, auch da werdet ihr nicht große Qualitätsunterschiede sehen. Und darauf will ich hinaus. Die Benchmark-Videos, ihr könnt es euch vorstellen, sind relativ aufwendig. Deswegen werde ich in Zukunft maximal eine niedrige Auflösung mit FSR und gelockten Sachen wie DDP, Frames, Hertz machen und mittlere und hohe Einstellungen oder extrem, je nachdem. Weil ich denke, auf dem Steam Deck sind die Leistungsunterschiede marginal. Und ihr sollt natürlich auch noch Spielraum haben, das Ganze mal selber ein bisschen rauszufinden, rauszutüfteln. Vielleicht vergleiche ich bei den einen oder anderen Spiel noch ein paar Werte mehr. Aber ich denke, 3 Vergleichswerte von niedrig, mittel bis hoch
dürften zukünftig reichen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das anders seht. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten seht ihr in Zukunft noch auf diesem Kanal in den nächsten Tagen, wie ich das D-Brand-Skin anbringe auf mein Steam Deck. Und natürlich, das Video ist ein bisschen aufwendiger, mein persönliches Fazit nach 4, vielleicht 6 Wochen Steam Deck. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis dann.